Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight, Plague of Shadows von Shadowlorn. Ja, beim letzten Mal haben wir die Halle der Helden schon mal abgeschlossen und ja, nun endlich mal ohne weitere Umstände und Erzögerungen. Moon Knight, wird auch mal Zeit, ne? Da sagt mir, das sagt sogar unser lieber Star aller Alchemisten. So, okay, aber bevor wir hier weitermachen, jetzt natürlich hier lang. So, ich glaube, hier wäre der Wechselzünder eigentlich gar nicht mal so unpraktisch bei den Gegnern. Moment. So. Tada! Ich finde es super praktisch. So. Ja, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war es nicht so gut. Das war nicht so geplant. Aber gut, okay, meinetwegen. Der Start des Ausstiegs hat mir, glaube ich, gerade den Allerwertesten gerettet. Wow, das war jetzt aber echt peinlich, oder? Ja, jetzt hatte ich nur noch einen Beutel. Okay, gut. Stell das mal jetzt ein bisschen intelligenter an. Plan 46. So, erstmal die Köderbombe. Ach, nur für ein Tonikum. Meinetwegen. Jetzt sowieso. Aufnehmen. So, mal sehen, ob das schon reicht. Kommt schon. Ah, gut. Ich hatte gerade kurz ein bisschen Sorge, ob die Reichweite in Ordnung ist. Nein! Okay. So. So geht's auch. Bisschen umständlicher. Aber okay. So, da ist noch was für dir. So, jetzt aber. Geht doch, warum nicht gleich so? So, und jetzt machen wir mal hier runter. So. Ich finde den Soundtrack hier super. So, das war ja mal easy. Okay, müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber gar nicht mal so sehr. Und da fliegt mein Gold. Schade. So, und dann hier lang und da lang und hier runter. Ich glaube, ich kann vergessen, die Dinge halbwegs gezielt umzubringen. Auch mit dem Wächterzünder. Ich glaube, er ist recht wegen dem Wächterzünder. Einfach weil sie kommen auch niemals in meine Reichweite von den Dingen. Nö, kann ich vergessen. Wenn dann mal habe ich meinen Glückstreffer, aber ich sollte mich nicht drauf verlassen. Da hau ich mal lieber hier ab. Und, oh ja, wir haben ja schon hier den Käfer. Und hier ist es echt praktisch, hier schon mal, dass ich hier die, dass ich Gold anziehe, ist echt praktisch definitiv. Also kann ich da verhindern, dass ich da durchgehe. So, oder durchgehen muss, hast du gesagt. Hilfe! Das war jetzt mal echt katastrophal, aber es ging irgendwie noch mal gut. Holla, die Weite. Gut, der Goldhaufen, oh, warte mal, der ist doch zu erreichen. Kommen wir noch durch, sehr gut. Feierbahn mit Marzipan. Gut, die sind jetzt tot. Definitiv. Und ich habe auch ganz schön was kassiert. Das ist nicht ganz so toll. Gut, Köderbombe. Rüst dich mal vorsichtshalber den Vampir aus. So, jetzt kann ich mal was ausprobieren. Ah, wohl, Vampir war eigentlich nicht notwendig. Wohl, vielleicht doch. Ich merke gerade, dass der Vampir immer alles absieht. Okay. Sehr gut. War ich nicht notwendig, aber wir wollen mal gucken. Ah gut, da kam man doch nicht durch. Gut. Das habe ich ja damals bei Shovel Knight gedacht, dass man da den Team als Plattform benutzen kann, aber scheinbar nicht. Und, oh, guck mal Leute, da lächeln sich doch alle Schiffsmünze an. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, sagen wir doch Hallo zu der Schiffsmünze. Aber nicht den Checkmann kaputt machen. Das muss jetzt nicht sein. Okay, das sieht jetzt... Ah, jetzt sehe ich den Knackpunkt. Die Klappe bewegt sich nicht ganz so weit. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch irgendwie
merkwürdig leicht aus. Hilfe! Ich dachte, ich wäre aufgeladen. Ah, sehr praktisch. Ich kann mit den Explosionen den Kurs ändern lassen. Das ist praktisch, ja. Na komm. Irgendwann wollte ich schon sagen, die ist kaputt. Gleich schaffe ich es endlich mal jetzt. Das wollte ich nicht. Ein absolutes Schiff zu nutzen. Vielleicht mal todlos abzuschließen. Das wäre echt cool. Ich hoffe es mal wirklich. Ja. Ja gut, okay. Schadenslos ist kein Problem. Also nicht, dass ich Schaden fasse, ist ouch. Vollkommen in Ordnung. Ich bin nur mal todlos. Na gut, wenn ich die Klapper kaputt mache, funktioniert das schon mal nicht. Gut. Ah, verdammt, das war nicht so gut. Okay. Damit kann ich aber leben. Mal Ding. So, da haben wir schon mal das Relikt. Das ist ja schon mal super. Hier war es ja genau das, die Staubfäuste. Sehr gut. Ziehe ich die Schiffe auch an? Nee, das glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen extrem. So, und da ist auch schon meine Abkürzung. Ich sehe schon den Knackpunkt der Sache. Sehr gut. Leute, ich habe es geschafft. Ich habe den Abschnitt abgeschlossen, ohne zu sterben. Daraus hat mich nicht gewöhnt. Und bin ich gerade mit der Nase zuerst gelandet? Lol. Ja, lol. Ich hoffe, der hat lol gesagt. Nur schon, wie man so schön immer sagt, ne? So, okay. Die haben wir auch schon mal. Die schief die Münze. So, läuft doch echt Choral. Das Viech ist aber nicht so cool. Ach nö. Nicht der rote Ritter jetzt. Vor allem das Ding gerade zu, dann hat er noch ein bisschen genervt. Ups, okay. Aber ist doch erstaunlich gut. Ja, hallo und tschüss. Ach nein! Die Stelle des Todes, des Grauens und des Versagens. Leute, das wird jetzt wieder lustig. Okay, aber ich glaube, jetzt ist das hier ein bisschen anders aufgebaut. Ja, ich glaube schon. Okay, die Schiffmünze habe ich schon mal. Also ich meine, es ist hier wirklich ein Tickel anders. Aber was man sagen muss, ja, das ist jetzt hier sowas von, ich will sagen, einfach, aber es ist schon leichter gemacht worden. Oder zumindest angenehmer. Einfach mal sagen muss, ja klar, dass bei Plague Knight jetzt nicht den Pogo-Jump hinbekommt, wie jetzt Shovel Knight. Dafür habe ich ja gar nicht ausgelegt. Dafür hat er halt den super Bombensprung. Das war schon mal erstaunlich, dass es so gut lief. So, sehr schön. Und da weiß ich, haben wir noch ein Brave. Schön! Das war knapp. Sweet! So, und vielleicht, aber auch nur vielleicht schaffe ich es diesmal hier durchzukommen, ohne Dauer zu verrecken. Das wäre schon echt super. Das wird jetzt. Okay. Interessant. Gut. Ich hab's geschafft, Leute. Unglaublich. So, und da hatten wir auch Kistian, ne? Ne, da ist Kistian, die alte Hecke. Ob Messbecher oder ein Sack, Kistian einfach alles und zack, zack, zack. Hey, schönes Relikt, dass du da hast. Du weißt, das ganz anderes geben. Und die kriegen die Rauchbombe. In der Wolke bist du unverwundbar, sogar auf Dorn. Hier haben wir quasi das Äquivalent zu den Ausblendermedaillon. Nur, dass es halt hier wirklich eine Bombe haben, die hier diesmal so sehr bewegt, aber den gleichen Effekt hat. Das ist schon sweet. Definitiv sehr sweet. Na komm, hoch mit dir. Sehr gut. Also ich alles immer selber kommen wir hier. Nee. Werner, tut das denn nur, dass das Muppet so laut ist?
Ja, sorry, Meister. Kleine Scherz am Rande. Ja, mit die Maulwürfe sind ja gar kein Problem mit dem Elektrozünder. Ja, und so funktioniert halt jetzt halt die Rauchwolke. Dass ich halt ein bisschen mitbewegen muss, finde ich ein nettes Detail. Vor allem ist irgendwie logisch. Aber Logik in solchen Spielen ist immer so eine Sache, nicht wahr? Die wollen sie alle eigentlich nicht wahrhaben, aber ohne Logik funktionieren solche Spiele nicht. Zumindest ein bisschen Logik muss immer vorhanden sein. Weil wenn es nur noch unlogisch ist, kann das Spiel ja alles machen. Das wäre ja irgendwann langweilig. So, dann nehmen wir mal kurz hier die Köderbombe. Ich schätze mal eben, dass da wieder ein Tonikon sein wird. Ah ne, ein Goldfisch. Meinetwegen. Ist sogar lustig, dass wir hier nochmal den Schleim haben, obwohl wir den ja echt nicht brauchen. Obwohl, ich glaube, da vorne kommen wir sogar nicht rüber. Oder? Ich glaube, das passt. So gerade eben nicht. Scheinbar. Ja, sogar Plague Knight mit seiner super Sprungkraft braucht dennoch da ein bisschen Tiefe. Und Lavafest ist der Junge aller auch noch nicht. Schön wäre es, aber leider nein. So, und langsam brauchen wir mal das zweite Notenblatt. Das wäre schon echt super. Ja, die Münze kriegen wir leider, das Gold kriegen wir da unten leider auch nicht so. Oh Gott. Das lief doch mal ganz gut, ey. Aber es war knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Ja, gut. Warte mal ab, bis der weg ist, der Glibber. Nee. Gut, dann muss ich halt die Spiel vernünftig positionieren. So in etwa. Ja, daran zu kommen ist jetzt gerade mal das geringste Übel. So, und darüber. Und hier haben wir das zweite Notenblatt. Sweet. Das ist jetzt nicht ganz so sweet. Gut, da brauche ich jetzt definitiv anderen Zünder. Da sonst will ich damit keinen Blutdopf gewinnen. Na ja, gut, der brauche ich halt. Jetzt ist wieder Timing gefragt. Oder so halbwegs zumindest. Hier ist nochmal ganz gut. Aber wieder Wächterzünder. Ich muss sagen, ich finde den Wächterzünder echt am praktischsten. Oh. Das wird echt lustig. Nein, wird's nicht. Warum lassen wir gerade ein bisschen Zeit? So. Und habe ich noch das Gold abgeschaut. So, ich glaube, jetzt landen wir auch auf den zweiten Käfer, oder? Ich meine, nein. Ja, jetzt mal ein bisschen Kack mit Schaffe, dass ich halt auf der falschen Seite gelandet bin. Na super. Das war echt knapp, eben, will ich mal behaupten. So, und ja, genau. Hier haben wir nun den Käfer. Nein. Oh, kacke. Ich hoffe, ihr könnt auch mal zurück. Weil ich fahre hier doch noch gar nicht. So, na komm. Na gut, okay. Das wird so nix. Standardzünder. Das geht schon eher. Warum bin ich eigentlich unbedingt oben durch? Na gut, unten durch. Dann nehme ich einfach hier die kurz wieder den Wächterzünder. Nehmen wir kurz die Bogenhülse. Und dann knallen sie einfach doch da oben. Ganz einfach. So. So. Dann machen wir echt unnötig kompliziert. So geht's doch hoch. So. Dann gibt's dann auch wieder die Sprunghülse. Das Gold habe ich auch. Ich könnte natürlich oben mit der Rauchbombe sagen, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich mag die Rauch. Die Rauchbombe ist ein gutes Arcana, definitiv. Aber ich bin echt kein Freund davon. Muss ich mal so sagen. So, Käfer, weiter des Amtes. Ich finde das so gern zerstört, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Wir müssen noch bis Monat, müssen wir noch ein bisschen was überbrücken. Blöd halt nur, dass sie ja da die Blütenoni einfach durchrunden lassen konnten. Scheiße! Gut,
dass ich den Checkpoint da gelassen habe. Ich habe echt kurz nachgedacht, den kaputt zu machen. Ohne Witz, Leute. Und was sagt uns das wieder? Checkpoints kaputt machen ist keine gute Idee. Und das Gute ist, da ich die Schiffsmünze da oben schon habe, kann ich jetzt echt sagen, lass ich da oben einfach drin. Paar Kopfschmerzen weniger. Oh, nee, kann ich nicht. Naja, super. Hilfe. Nein. Fuck it, man. Diese Dinger nerven gerade ganz schön. Das Blöde ist, ich kann nichts gegen die machen. Weil sie so schwer zu treffen sind. Oh boy, das kann jetzt was werden. Ich hab lieber die Beutel wieder einsammeln können. Hätte wenigstens die Beutel dafür gehabt, aber nein. Ich hab nichts bekommen. Genau das habe ich bekommen. Nichts. Gut, okay. Dann machen wir es aber folgendes. So. Gehe ich einfach mal der Zeit ein bisschen voraus. So. Fickt euch ins Knie. Allesamt. Scheiß auf das Gold. Ich habe schon wieder genug verloren. Mein Gott. Aber gut, dann heißt es nun auf gegen Mo Knight. Und der sollte eigentlich kein Problem sein. Eigentlich. Ich richte mal jetzt für den Kampf die Schwebehülse aus. Ich denke, in den Kampf wird ihm einiges praktischer sein. Welcher Zinder bleibt aber natürlich. Servus Mo Knight. Das soll wohl ein Witz sein. Du bist der Abrissexperte. Du kommst einen Tag zu spät. Steh dich einfach da herum. Fang an zu springen. Hopp, hopp, hopp. Ich bin nicht wirklich hier, um bei deinen Ausgrabungen zu helfen. Aber ich will definitiv zum Abreißen hier. Boom! Hätte ich wissen sollen, dass du hier einfach nur herumalbern würdest. Aber nicht während meiner Schicht. Komm, bringen wir es hinter uns. Ich find's echt interessant. Wirklich keiner vom Orden nimmt ihn wirklich ernst. Niemand. Ohne Witz. Keiner vom Orden scheint Plague Knight ernst zu nehmen. Das ist schon irgendwie traurig. So, dann ich nochmal. Ach Gott. Vampir. Da unten war er, verdammt. Ich. Aber Vampir rüste ich mal eben aus. Hab ich einen Treffer. So, geht doch. Was? Der ist schon wieder. Der ist schon wieder besiegt? What the hell? Wow. Das war etwas sehr leicht. Oh mein Gott! Das war ja super einfach! Aber meinetwegen! Dieser unerträgliche Moon Knight. Ich habe einen Freudentanz hingelegt, als ich ihn in der Gluthitze in der verlorenen Stadt endlich wieder raus war. Du und Tanzen? Also, du und Tanzen, das... Ich wage es mir gar nicht vorzustellen, wie das ausgesehen haben muss. Weißt du, ja, grotesk. Gut, okay, dann ist halt der Standardbruch. Gut, kaufen wir jetzt. Wir könnten weitere Explosionen kaufen, weitere Zünder, eine neue Hülse. Wir können aber weiter Pulver holen. Ich hole mal neues Pulver. Los, schnell mehr Explosionen, auf jeden Fall das. Tadam! Streupulver! Und wie man sagen, Rüst. Oder? Warte mal kurz. Kaufen wir nochmal das Kaskadenpulver. So, und dann nochmal den Fernzünder. Zeit einstellen und dann zünden. So, haben wir schon mal unser Geld wieder alles verbraten. So, wollen wir den neuen Fernzünder ausprobieren? Ja, wir müssen halt nochmal drücken, damit es explodiert. Und wenn wir nichts drücken, dann Tschüssikowski. Also mit der Schwebehülse. Das Streupulver. Dann machen wir halt eine große Explosion. Mit dem Wächterzünder mit Sicherheit. Sehr praktisch. So, das Kaskadenpulver. Das kennen wir ja eigentlich auch schon per se. Das halt. Finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Aber es geht halt nur maximal eins. Das ist das Problem. So Leute, das habe ich vollkommen vergessen. Wir haben ja von Apfelschkönig gelernt zu tanzen, aber das habe ich gleich gezeigt, wie es aussieht. Das ist übrigens sehr interessant. Wenn wir vor Mona tanzen wollen, also wir müssen Steuerkreuz unten drücken. Geniert er sich. Das ist so knuffig.
So, wenn wir aber nicht in der Nähe vom Mona tanzen wollen, dann sieht es folgendermaßen aus. Sehr elegant, muss ich schon sagen. Hat was. Wieder ein schönes Detail, finde ich. Das hat sich wirklich vom Mona geniert, das zu machen, finde ich. Finde ich echt super. So, Percy, da habe ich wieder zwei Notenblätter. Okay, dann gibt wieder einen romantischen Tipp von Sir Percival. Streichel sanft die Haare, während du ihr ein wenig zu Hafer zu essen gibst. Was? Schön langsam, du darfst ihn nicht erschrecken. Ist der Typ in einer Scheune aufgewachsen, oder was? Ja, normalerweise hat Plagnet auch andere Sprüche parat, aber irgendwie wollen die gerade nicht kommen, aber das wäre mit Sicherheit der verstörendste Tipp von Percy, den ich bisher gehört habe. Okay, aber gut, dann würde ich mal sagen, ja, sind wir pleite, wir haben das Tanzen gezeigt. Und ich würde mal sagen, damit ist No Night endlich besiegt und als nächstes machen wir erstmal Dash. So, hallo, na, wie geht's? Och nö. Da könnte das Kartenpulver sogar ziemlich hinderlich sein. So. Obwohl, ich bin zurück. Das Kartenpulver ist ziemlich gut dafür. Vor allem für die da. Praktisch, praktisch. Ich bin zurück. Das Kartenpulver ist awesome. So. Sweet. Wir sagen, ja. Ja gut, da war ein Maulwurf drin, was meinetwegen. Mein Gott, das Kaskadenpulver ist echt super. So. Oh, da war ein Gegner drauf. Oder drin. Ich schätze, er drin. So. Den Gegner da. Der ist ja echt kacke jetzt. Okay. Nein! Das war jetzt nicht ganz so cool. Aber das sollte ich eigentlich wieder zurückbekommen, ist das Problem. So, dann würde ich aber sagen, nee. Das Huhn muss erstmal zurück. Und dann wechsle ich was anderes, das Kartenpulver aus. Das war da gerade nicht ganz so praktisch mit. Und wir sollten vielleicht nicht die Schwebehülse, sondern wieder die Standard-Sprunghülse auswählen. Wäre dafür, glaube ich, glaube bisschen praktischer. Mit Verlaub. Ja gut, haben wir schon mal das zurück. So, da kommst du mal her, mein Freund. Deine Lüge, wir sind keine Freunde. Na komm. Sweet. Alles bekommen. Okay, sind wir zumindest ohne Verluste hier durchgekommen. Das ist auch schon mal was, ne? Gut, sind alle gestorben, aber naja. Okay, wollen wir nicht erzählen. Gut, aber dann, liebe Leute, würde ich mal sagen, im nächsten Part geht es dann endlich Treasure Knight ans Leder, an die Taucherglocke. Oh, habe ich ganz vergessen. Komplett abgeschlossen. Sweet. Also, wie dann, wie gesagt, Treasure Knight im Eisenwald und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.